Seid ihr schon drauf? Nee, auf dem Berg ist immer Darko. Der hat Angst vor Monstern. Obwohl er vergisst, es gibt jetzt auch Monster in der Luft. Ja. kann mir da einfach Holz rausnehmen, oder Darko? Ganz ehrlich, ich bin Österreicher, ich muss auf dem Berg leben. So. Ah, mein Gott. Außerdem, Eik lebt immer nur in der Flachenland. Ich muss mir mal hier kurz zwei Holz raus. Connect to the server. So, ich weiß nicht, wo deine Render Distance eingestellt ist, aber da hinten ist Eik. Bin ich auf dem Server oder wie? Nein, dein Haus. Jetzt, was war das gerade? 32 Chance. Ja, also siehst du. Ja. Genau. Mit die zwei Öfchen da hinten. So, dann mache ich uns erstmal für jeden jetzt ein beschreibbares Buch. Justin weiß noch nichts davon. Ich gebe jedem ein beschreibbares Buch, Justin. Falls ihr mal Lust und Laune habt, in der Weltgeschichte umher zu pümmeln und in eine Richtung rennt, dass ihr alles aufschreibt, was ihr findet. Dörfer, Tempel und. Das wird es dann im Nachhinein alle gemeinsam looten. Und die Dörfer müssen wir ja dann sowieso, dass wir da eine Minecart-Strecke hinbauen, unterirdisch, oberirdisch, wie ihr das dann wollt. Ich schließe mich da euch einfach nur an. Ich empfehle unterirdisch, sonst laufen ja die Tiere drüber und dann bleibt das Minecart ja schlecht stehen. So. Ja. Mein Gegenargument ist, unterirdisch ist immer ewig langweilig. Wir wollen ja auch was haben von der Welt. Nee, wir müssen ja nicht auf Höhe 11 oder 10 oder so bauen, auf sag mal Höhe 40 recht aus. Und wenn dann Wasser kommt, dann bauen wir halt so einen Glastunnel dahin. Ist doch alles kein Problem. Ja. So. Ich hab sogar Eisen noch übrig. Eik, auch wenn du Optifine drin hast, gewöhn dir an Fackeln zu setzen, sonst hast du immer wieder Mobs in deinem Minengang. Da soll ja irgendwann mal Glowstone hinkommen. Ja, ganz praktisch. Ja, der Nether ist noch zu. Wobei zu ausgestellt oder zu nur nicht reingehen? Ich glaube, ich habe mir den Properties ausgestellt. Sicher ist sicher, weil ich kenne mich. Ich bin dann wieder so drauf, ich will dann unbedingt da rein. Wegen dem wegen dem Netherite. Ich sollte mir vielleicht erstmal was zu essen besorgen. Oh je, stimmt, ich kann auch wieder zurücklatschen. Ich wollte gerade, dass ich gar kein Essen habe. Nur Verständnis, war der Leck nur bei mir? Nee, bei mir hat er auch gerade geleckt. Hä? Ich muss nämlich immer mal wieder auf meinen Internetladen schauen. Ich fange erstmal an, mein Häuschen zu bauen. Jetzt muss ich überlegen, wie habe ich denn das bei Dings gemacht? Okay, ich kann gar kein Häuschen bauen. Klar kannst du bauen. Ich kann auch nicht besser bauen. Ich versuch's einfach mal. Mal schauen, ob das was wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier, da muss der Baum zeichnen. Du kannst bauen, wo du willst, außer vorm. Außer vor mir. Ach, du kannst doch gern bei Darko oben bauen. außer vorm Mineneingang. Da kommt ein Minenhäuschen hin. Achso. Ich suche gerade ein bisschen Tierchen, wegen ein bisschen Essen ist. Warte, komm mal zu mir. Nimmst du dir hier die 10 Rohbeef raus und brennst du die erste Mal? Ja, mach ich. Jetzt ich mag das gerade nicht, so wie das gerade aussieht. Es wird ja Nacht. Ach, übrigens, falls du es nicht weißt, das haben wir es auf Hard gestellt. Jedenfalls nee, das hat der Eik mir schon erwähnt.
Nee, er ist auf normal gestellt. Obere Kiste ist es drin. Oh, schon wieder. Das Problem habe ich auch, aber immer. Schweinefleisch. Wovon 10 Stück drin sind, das Pferdefleisch, also. Das Pferdefleisch, sage ich schon. Das Kuhfleisch. Rindfleisch, ja. Super. Muss ich mir jetzt nur noch. Ofen kannst du bei mir hier benutzen. Super. Ist keine Kohle mehr drin. Dann nimmst du sie unten aus der Kiste. Alles hier. Vorbereitet. Hier unten. Super. Wo soll ich deinen Stein hinpacken? Hier die untere Kiste da. Da oben war Tierloot. Dann suche ich mir gleich erstmal ein paar Schäfchen. Oder hat jemand Wolle zufällig? Schlafen? Bett? Ich hab das eh in String. Ich kann ja mal ganz schnell rumpimmeln, gucken, ob ich noch 2-3 Schafe finde. Ist ja nicht so, dass wir dich hier auf dem Trocknen stehen lassen. Jo. Das ist super. Das ist super. Ike, vielleicht müssen wir da nochmal später reden. Das habe ich nämlich auch, dass immer, wenn der Server neu startet, dass die Schwierigkeitsstufe zurückgestellt wird. Ja, in den Properties habe ich das halt noch nicht umgestellt. Ich dachte eigentlich, dass das mit dem Befehl ausreicht. Nein, aber ich habe das, selbst wenn ich in den Properties das umstelle, dass das bei mir immer auf normal wieder umspringt nach dem Neustart. Wow. Ey, das ist doch... Also, das ist irgendwie irgendwas schiefgelaufen. So. Ja. Ja, ich bin ja, hast ja gesehen, bei Nitrado ist das Server. Ja. Und da gibt's viel mehr Properties-Einstellungen jetzt. Also, es gibt dann einen extra Channel. Eine extra Skriptdatei, wo Haufen Zeug drin steht, wo du zum Beispiel Phantome in der Nacht ausschalten kannst. Kannst du hier auch. Nur die stellen das in der Skript. Bei hier in Vanilla ist das der Skript nämlich der Skript schreibt das in Minecraft rein. Theoretisch. Weil hier kannst du das alles in den Game Rules ausstellen. Phantome ausstellen und so. Kannst du alles ausstellen in den Skripts. Also mit Game Rules. Und ich gehe von aus, wenn du da einfach nur True reinschreibst, ich weiß ja nicht, wie das aussieht, dass das dann das Skript das umsetzt und dann in Minecraft reinschreibt. Eine Konsole oder so. Du, das weiß ich nicht. Du hast denn nur eine kleine Erinnerung. Du spielst zwar 1.16 häufiger als wir, aber wahrscheinlich nur im Kreativ. Hier bitte kein Clickspam. Ich weiß. Ich spiele das auch mit Vanilla. Ich habe auch einen Vanilla-Server. Da guck. Ich sag, weil du in Stranded auch immer keine Clickspam hast. Ich weiß. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Da sage ich dazu nicht. So, noch eine weiße Wulle. Da haben wir sie doch schon. Dann kann ich dir gleich ein Bett machen. Ich kann eh nicht pennen. Ich bin gerade mal ein bisschen unter Tage. Dann musst du dich dann mal kurz ausloggen. Mich knurren ein paar Zombies. Ja, ich bin hier auch gerade umzingelt. Ich erinnere dich nur, Ike. Hast du auch nicht gemacht. Da war mal zu zweit, das war was anderes. Ich wollte, dass du den ersten Tod kassierst. Wie nett. Das Rennen läuft noch, Ike, das sage ich dir. Ohne. Oh, ich sehe da oben so einen merkwürdigen Holzkasten und ich brauche Holz. Dann hast du sehr schnell einen Tod, Ike. Wie war das, wir arbeiten im Team? Ja, aber Ärger ist ja auch erlaubt. Ja, nein, dass Darko dich töten möchte. Dann. Okay, so eine andere Frage. Ike. Warte mal, ich habe gerade was gegessen. Was? Ist Explosionsschaden an? Natürlich, Feuerschaden auch. Und TNT-Schaden? Auch. Hier war nämlich in der Kiste ein TNT, darum frage ich. Die werden wir in den Tempeln auch noch alle finden. Da, für dich. Danke. Darko, lockst du dich mal ganz kurz aus? Dass der Justin auch hier seinen Schlafpunkt erstmal hat. Den hat er doch, wenn er rechts klickt schon. Mach jetzt! Ike! Slash, kick, nice, Zeug. Ich sehe schon kommen. Darko lockt sich aus und neben uns explodiert ein Creeper. Weil wir gerade im Bett liegen.
Dann bin ich echt überhaupt nicht dran schuld, aber... Doch, du zögerst gerade... das doch gerade hinaus. Als ja, weil schon. Ich mich ja auch über den Lavasee nicht ausloggen möchte. Warum nicht? Okay, Slash... Eik. Kick... Nein, ich brauche nur noch Enter drücken. Eik. Eik, du musst zu relativen Koordinaten in Darkum 1 nach links teleportieren. Darko... Nee, ich kenne ja seine Chords nicht. Nein, das kannst du mit relativ machen. Dann kannst du so Wellen machen und dann einfach bei die ersten Zahl hinter Welle 1, Welle, Welle machen. Und dann teleportierst du ihn 1 nach rechts. Und wenn du das auf einer Seite machst, nach links und nach oben geht's auch dann. Ja, du kannst wiederkommen. Deswegen dachte ich ja, dann teleportierst du einfach 1 nach links. Das ist. Ne, das wusste ich halt auch noch nicht. Das ist. Gut. Ich lerne immer wieder was Neues. Ich habe ja in der letzten Zeit mich sehr viel mit Commands beschäftigt, weil ich eine Bank in Vanilla mit Command-Blöcken gebaut habe. Ja, das hat sie mir ja schon mal erzählt. Aber ich glaube, darf noch nicht. Doch. So? Zum Kanal, wie beim letzten Mal. Ja, ich scheiße kurzzeitig Gedächtnis. Ja, ist doch egal. Ich überlege, ob ich mich hier auch auf dem Berg oben baue. Neben Darko direkt hin. Nee, bitte nicht. Ich baue ein bisschen größer, Justin. Oh Gott, Dark. Nein, am Spawn da. Ja. Warte mal, so war das, glaube ich. Was tust du denn eigentlich? Ich überlege gerade, wie mein Haus auf Eldercraft ist. Ne? Willst du das nachbauen? Genau dasselbe? So, ja, weil mir gefällt der Style. Anfänger oder erweitertes? Das erweiterte, das große. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Oder ich baue hier. Ich wette eigentlich, bis wir die Folge irgendwann sehen bei deinem Kanal, wissen wir schon nicht mal, was Eldercraft ist. Die erste Folge ist doch schon draußen. Ja? Oder? Nee, Raft hast du auch hochgeladen. Ja, aber doch auch Minecraft schon. Bin ich der Meinung. Weil ich ja jetzt in Minecraft alle 3 Tage nur bringe. Das ist mir neu, ehrlich gesagt. Ich muss dann später mal gucken. Ich merke mir das halt. Ich habe halt über 100 Videos auf der Festplatte. Hast du nicht Druck gemacht, dass wir aufnehmen sollten? Es wird, na, bei Raft wird es jetzt Zeit. Auf jeden Fall. Und warum soll man nicht auch gleich Vanille aufnehmen? Genau. Ich bin ehrlich gesagt auch erstaunt, dass sich Nico überhaupt gemeldet hat. Ja, Raft ist klar, macht Spaß. Vor allem mit uns Verrückten. Mit euch Tauchern, besser gesagt. Ja, stimmt, du hältst dich ja immer fein raus, dass du ja nicht stirbst. Aber dann rumholen, wenn du uns retten musst. Weil ich das jedes Mal Minuten retten muss und dann komplett wieder vergesse, was ich machen wollte. Ja, überleg mal, warum du uns immer retten musst. Ich baue hier hin, ich hab's beschlossen. Ich weiß jetzt nicht. Jetzt mal ernsthaft, warum muss ich euch eigentlich immer retten? Weil du nie mit unter Wasser kommst. Weil ich dauerhaft schon wieder den nächsten scheiß Köder für euch angeln muss. Also es gibt genug Gründe, wieso ich nicht tauche. Du weißt auch, dass ich ohne irgendwas unter Wasser gehe. Ja, und du weißt auch, dass du der mit den meisten Filmen bist. Das ist... gut möglich. Das kommt gut hin, stimmt. Also ich glaube, ja, auch auf... Hä? Ich hatte mir doch eine Eisenschaufel gemacht. Oder war die schon kaputt? Fragen über Fragen. Wer weiß. Geändert, wie viel Eisen man findet. Ja, haben sie, aber die haben auch. Aber ist eine Band. Ja. Die haben aber auch hier, sag mal schnell, die Quarzrate im Nether erhöht. Ja, das kann ich bestätigen. Die das noch nicht wussten. Sieht man ja auf Eldercraft. Ja, du siehst es auf Eldercraft, die nicht. Dann wird es Zeit, dass du mal da reinkommst. Mit Quarz kannst du ordentlich Geld dort machen. Da
keine Zuschauer. Ach so, ja, nö. Da müsste ich mir jetzt einen zweiten Account anlegen und dort nochmal bei Null anfangen. Da habe ich keine Lust drauf. Besonders ist ja bei Eldercraft ein Farm-Server, was bedeutet Time-Lips. Oh Gott, das vergesse ich ja die ganze Zeit. Ich muss da mal draußen ein Gehege für die Mukus bauen. Ich mag das Platten. Jetzt. Welches dafür? Dass sofort die Bäume und die Blätter verlieren. Fast Love Decay gibt's auch als Mod. Ja? Ja. Oh, ja, ich feier das hoch, weil es dauert ewig, bis die Leaves weg sind und wer stellt sich schon hin und baut die Leaves von Hand ab? Oder wenn du im Wald ein Häuschen baust, das dauert ja ewig dann. Gut, nächste Frage wäre, wenn man die Leaves eigentlich bekommt, wenn diese instant abbauen, wenn man die mit der Schere abbauen will. Indem du erst die Leaves abbaust und dann den Holzstamm. Genau. Also Dago, Minecraft-Wissen. Gleich null. ei. Ich hätte sturmfreie Wohnung und dann ruft meine Schwester hoch. Boah. Ich brauche noch Tintensäcke. Ich hoffe mal, hier spawnen gleich ein paar Squids. Dann kann ich uns die Bücher fertig machen. Neben Ike. Ja. Steht ja kein Schild mehr da, wie viel Platz ich brauche. Ich weiß 30. Ich weiß, das Schild existiert aber nicht mehr. Essen erst einmal hier rein. Dann ist ja die Frage, glaube ich, auch noch von wo man aus und wo man heraus abzählt. Ja. Genau. Hab ich Sand? Nein, hab ich nicht. Jetzt hab ich Sand. Ich hab einen verdoppelten Bogen gedroppt bekommen und es ist Haltbarkeit 1 geworden. Dago? Haha. Ja. Ich sag nur so, es ist besser als überhaupt kein Bogen. Brauchst du noch Tintenfischer? Ike? Den Fischer? Nee, Tintenfischer. Ach so, ja, ich brauche 3 Tintensäcke. Bei mir sind nämlich gerade welche. Ich komme gleich. Ich hab 3. Sehr schön. Dann mache ich uns gleich jedem ein Buch. Ich bin bescheuert. Ich schmelze jetzt das und dann baue ich mir einen halbautomatischen Ofen. Hier kann man ja Hopper bauen. Stimmt. Ich werfe den immer hin. Danke. Kannst du gleich hier bleiben? Kriegst du gleich dein Büchlein? Da. Super. Danke. Dago, deins lege ich irgendwo oben in die Kiste. Als Bezahlung nehme ich mir alle Ärzte, die du hast. Ja, findest du, glaube ich, gar keine. Die zukünftigen Eisen. Erze. Eisen. Achso, ich hab mir hier was hochgebaut. Gut! Dann ja, Matthias. Da hat jemand den ersten Tod. Was, den ersten Tod?
Ja, ja. Doch, wir wurden vom Piep in der Luft gesprengt. Leute, ich achte schon gar nicht mehr mein auf den Chat. Scheiße. Tja, Dako. Schlecht gelaufen wohl. Ich hab den Olaf-Move gemacht. Ist wohl nicht dein Tag, hä? So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich hab's nur runtersausen sehen. Passiert. Sind wir noch nicht weg. So. Ich hab gedacht, ich krieg den ersten Tod. Haben wir alle gedacht. Ja gut, aber wäre wahrscheinlich auch so gewesen, wenn ich ihm nicht die Stacks Eisen gegeben habe. Aber wir haben trotzdem alle von als erstes gedacht, na, Justin wird der erste Tote sein. Mhm. Aber es war dann doch nicht so, es war der Dako. Der jetzt schleunigt seine Sachen drauf. Oh, darum will ich das versuch mal Slashback, ob das auch geht. Unbekannter Befehl. BACK oder was? BACK noch? Ja, geht nicht. Scheiße, ne, dann geht das nur auf Elder. Du hast 5 Minuten Zeit übrigens. Ich wollte keinen Stress machen. Ja, ich weiß ja, wie viel Zeit ich habe. Ich muss nur den richtigen Eingang finden. Es wird schon wieder Nacht. Ich bin nicht lang gelaufen. Ich muss dann die Kühe noch aus meinem Haus rauskümmern. Hier. Es sei denn, Ike ist jetzt so frech und stellt die Random Tick Speed Zahl hoch. Und dann sind das keine 5 Minuten mehr. Nee, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Ich werde meinen Grab eh nicht wiederfinden, ehrlich gesagt. Weil ich nicht weiß, wo ich mich runtergebuddelt hatte. Du bist aber in den Minenschacht gegangen, oder? Dafür ist der ja da. Genau, und dann aber blöderweise in den wirklichen Minenschacht von Minecraft. Ach so, na dann durchrennen. Das wirst du definitiv schon finden. Ich glaube, ich hab's sogar gefunden, hab ich gesehen. Aber ich hab nichts zu essen. Toll. Ja, 3. Ich glaube, ich leuchte erstmal gleich mein Örtchen hier aus. Hier unten hinter meinem Haus, da ist so ein Minifeld angelegt mit keine Ahnung was, Weizen und Melonen und Kürbissen, da kannst du dich bedienen. Super. Wir machen ja hier so ein Komplettfeld für alle. Yes. Ich gehe dann etwas in der Mine. Mach das. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Oder gehe ich jetzt doch nicht hin? Das ist ein Baby-Zombie. Das ist auch ein anderes Holz für die Türen. Dark Oakwood hat noch keiner, oder? Nein. Dann machen wir das erstmal mit den Türen. 3, hier kommt noch eine rein. Das so praktisch ist. Das
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, so. Ihr seid noch da, oder? Ja. Okay. Ja, weil es auf einmal so ruhig war. Nicht, dass Discord wieder Probleme macht. So. Ich habe einen. Mit ihr fetten Kühe. Scheiße, Skelett. Genau, das gleiche habe ich mir gerade auch gedacht. Scheiße, Creeper, Kuh, wieder rein. Nee, bei mir nur um Skelett. Ich habe gerade irgendwie verpeile ich gerade den Ausgang. Noch mal ab ins Loch mit euch. Muss ich die dann am Tag raushiefen hier? Hi. Aufpassen. Wo war nochmal der Ausgang? Marco? Ich bin gerade irgendwie. Darkus gemutet. Ich bin nur einfach runtergegangen. Jetzt sind Ausgaben verpeilt gerade. So. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.